Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 45, Antrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend Gleichberechtigung verwirklichen, Gewalt gegen Frauen vorbeugen und bekämpfen, Drucksache 19/3180, zusammen mit Tagesordnungspunkt 41, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend alle nicht einvernehmlichen Handlungen müssen unter Strafe stehen, Hilfen für Opfer von Sexualstraftaten in Hessen verbessern, Drucksache 19/3175. Wortmeldung liegt mir zunächst vor von Frau Kollegin Erfurth, Fraktion DIE GRÜNE. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch der diesjährige Frauentag, den wir am Dienstag hatten, bietet Anlass, zurückzuschauen und auch nach vorne zu blicken. Zurückzuschauen auf eine Geschichte von 105 Jahren, in der Frauen sich Stück für Stück mehr Wahrnehmbarkeit erkämpft haben und auch heute selbstverständlich erscheinende Rechte. Junge Frauen sind heute bei uns in der Bundesrepublik überwiegend sehr selbstbewusst, sehr gut ausgebildet, und sie haben in der Regel auch gute Startchancen. Aber dennoch, die wirkliche Gleichberechtigung von Frauen und Männern, wie sie im Grundgesetz vorgesehen ist und wie es im Grundgesetz weise verankert ist, die ist noch nicht überall erreicht. Deshalb ist es gut, an Tagen wie diesen sich der Tatsache bewusst zu werden und daran zu arbeiten, die Bedingungen für die Ungleichheit abzustellen. Dabei gebührt den Vereinen und Verbänden, die am Thema Gleichberechtigung arbeiten, ebenso unser Dank wie all den Frauenbeauftragten nach der Hessischen Gemeindeordnung oder dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz, die ebenfalls jeden Tag daran arbeiten, Ungleichheiten abzustellen und abzubauen. Und am 19.03. haben wir wieder so einen Tag, den Equal Pay Day. Bei dem wird daran erinnert, dass Frauen auch bei uns in Deutschland ein um etwa 20% niedrigeres Einkommen haben als Männer. Und selbst dann, wenn man solche Effekte wie Teilzeit oder auch Berufswahl berücksichtigt, sind es immer noch 10% Einkommensunterschiede oder Gehaltsunterschiede. Und es ist dann auch an uns als Politikerinnen und Politikern, aber nicht nur an uns, es ist auch eine Frage der Gesellschaft, gerade den jungen Frauen auch deutlich zu machen, was ihre Berufswahl für Auswirkungen haben hat in der Zukunft, wo die Tücken in der sogenannten Lohnlücke liegen, und dass das auch für sie später einmal in der Altersversorgung sehr viele Auswirkungen haben wird. Eine Aufgabe, an der wir gemeinsam arbeiten müssen. Und es ist auch unsere Aufgabe in der Politik, Rahmenbedingungen weiter zu verbessern. Und gerade das haben wir in der schwarz-grünen Koalition getan. Wir haben mit der Neufassung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes Weichen gestellt. Wir wollen, dass viel mehr Frauen in Führungspositionen auch in der hessischen Verwaltung kommen. Wir wollen, dass Frauen Chance haben, auch in besser bezahlte Positionen vorzurücken. Und so soll auch Führung in Teilzeit ermöglicht werden. Und so soll durch vielfältige und flexible Arbeitszeitmodelle erreicht werden, dass Frauen und Männer Familie und Karriere unter einen Hut bringen können und auch sollen. Auf Bundesebene, auch das will ich nicht unerwähnt lassen, wurde durch eine Quote für die Aufsichtsräte an die Weiche gestellt, dass auch die Unterrepräsentanz in Führungsetagen großer Unternehmen abgebaut wird. Ich las gestern in der FR von gestern, dass etwas mehr Frauen in Führungspositionen vorgerückt sind und dass auch in großen Firmen sich ein bisschen was bewegt. Es tut sich also was, aber längst nicht genug. Und daher sind Tage wie diese wichtig, das gesellschaftliche Bewusstsein für die allgegenwärtige Ungleichheit wachzuhalten. Und, meine Damen und Herren, ich füge hinzu, nicht alles lässt sich vieles, aber nicht alles mit gesetzlichen Vorgaben lösen. Und deshalb
wenn wir jetzt einmal in den Plenarsaal schauen, wie sehr die Debatte interessiert, wo wir Gleichheit und Ungleichheit von gesellschaftlichen Lebensentwürfen diskutieren, fangen wir vielleicht auch einmal bei uns an. Oder auch, wenn Sie schauen, oder auch wenn Sie in die neu gewählten Kreistage und Gemeindeparlamente schauen, selbst die Fraktionen, die sich bemüht haben, auch Frauen mit aufzustellen, müssen hinterher feststellen, zumindest ist es mir so gegangen, dass durch Kumulieren und Panaschieren unsere schöne austarierte Liste nachher in einigen Bereichen doch wieder ein Männerübergewicht hat. Auch das ist gesellschaftliche Realität. Wir haben im Kreistag auch sehr viele Frauen, Tarek, aber in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Witzenhausen hat man uns unsere Liste völlig auseinandergenommen. Auch das ist das gute Recht von Wählerinnen und Wählern, und wir müssen weiterhin daran arbeiten. Die schwarz-grüne Koalition in Wiesbaden schafft Rahmenbedingungen zur Unterstützung von Frauen. So haben wir mit dem Sozialbudget Hilfsangebote für Frauen und Kinder weiter ausgebaut. Die Mittel für Frauenhäuser und Interventionsstellen und Frauennotrufe wurden aufgestockt und über die ganze Legislaturperiode der Höhe nachgesichert. Ich glaube, dass das ein entscheidender Erfolg ist, dass wir über die gesamte Legislaturperiode sagen, das ist das, was euch zusteht, und das kann euch auch nicht genommen werden. Die Landkreise und die kreisfreien Städte sorgen dann im Rahmen der kommunalisierten Hilfe dafür, dass die Hilfe dort ankommt, wo sie auch gebraucht wird. Das ist ein wichtiger Baustein im Unterstützungssystem für Frauen und für die Frauen, die Hilfe brauchen. Meine Damen und Herren, ich will mich noch mit einer anderen Gruppe von Frauen beschäftigen, die, glaube ich, auch unsere ganz besondere Hilfe und Unterstützung brauchen. Das sind die Frauen, die Opfer sexualisierter Gewalt geworden sind. Die Zahlen werden immer wieder genannt. Auch ich will es noch einmal tun, weil es so wichtig ist, es nicht zu vergessen. Mehr als ein Drittel aller in Deutschland lebenden Frauen sind bereits Opfer von körperlicher oder sexualisierter Gewalt geworden. Das derzeit gültige Strafrecht, Sexualstrafrecht, das ist Bundesrecht, also nichts, was wir hier in Wiesbaden aus eigenem Recht tun könnten. Dieses derzeit gültige Sexualstrafrecht hat lange bekannte Lücken, und die müssen endlich geschlossen werden, damit Täter auch zur Rechenschaft gezogen werden können. Meine Damen und Herren, nicht erst seit den Vorfällen von Köln hat das die grüne Bundestagsfraktion schon thematisiert. Sie haben schon im Sommer des letzten Jahres einen Gesetzentwurf ins Verfahren gebracht, bei dem die sogenannte Istanbul-Konvention umgesetzt werden sollte. Wenn man sich dann mit dem Thema näher beschäftigt, könnte man meinen, das Sexualstrafrecht in der Bundesrepublik geht immer noch von einem Frauenbild aus, dass Frauen irgendwie eine latente Mitschuld daran zuweist, dass sie Opfer von sexuellen Übergriffen werden. Meine Damen und Herren, wie kann es anders sich erklären, wenn man einer Frau aufgibt, sich hinreichend zu wehren, wenn ihre Anzeige eine Chance auf gerichtliche Verfolgung haben soll? Also, man muss sich wirklich hinreichend wehren und zur Wehr setzen, damit auch nachher eine Anzeige gerichtlich verfolgt wird. Stellen Sie sich einmal folgenden Fall vor. Einer Frau wird aus einer Menschenmenge heraus von hinten an den Po gegriffen. Sie dreht sich um, stellt den Angreifer zur Rede. Der lacht ihr frech ins Gesicht und fasst ihr in den Schritt. Ja, meine Damen und Herren, die Frau ist erst einmal völlig von der Rolle und braucht einen Moment, bis sie sich dieser Situation bewusst wird und ist erst einmal starr vor Schreck. Was ist eigentlich passiert rein rechtlich? Rein rechtlich und in der Gesetzeslogik kam dieser Angriff nicht überraschend, weil sie hat den Angreifer ja angeguckt und sie hat sich nicht gewehrt. Also kann dieser Angreifer nach der bisherigen Logik auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Meine Damen und Herren, das ist passiert, weil Nein eben nicht Nein heißt. Und ich glaube, liebe Frauen und Männer, das muss dringend geändert werden. Nein muss auch Nein heißen und Nein bedeuten.
Das ist auch die Linie der Hessischen Landesregierung. Ich bin der Justizministerin sehr, sehr dankbar, dass sie ihre Stimme laut und vernehmlich in diesem Sinne erhoben hat. Und sich für die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen einsetzt und auch den bisherigen Entwurf aus dem Hause Maas da an diesem Punkt als unzureichend kritisiert. Ich glaube, diese Kritik ist sehr, sehr berechtigt. Meine Damen und Herren, Menschen, die sich vertieft mit dem Thema sexualisierter Gewalt beschäftigen, merken sehr schnell, dass sexuelle Übergriffe im öffentlichen Raum nach der geltenden Rechtslage selten geahndet werden und auch nicht geahndet werden können, weil das Recht eben so ist, wie es ist. Das Bewusstsein dafür, dass diese Rechtslage nicht gut ist, hat sich nach den Übergriffen von Köln geändert. Es ist wieder gewachsen, und das ist auch gut so. Und daher Frau Kollegin, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Danke Ihnen, Herr Präsident. Daher habe ich die Hoffnung, dass sich jetzt etwas bewegt, und damit in die richtige Richtung geht, damit Nein auch Nein heißt. Ich freue mich auf eine gemeinsame und auch unterstützende Beratung unserer Anträge in den Ausschüssen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurth. Als Nächstes spricht Frau Abg. Schott. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich sehr gefreut, in diesem Jahr feststellen zu können, dass anlässlich des 8. März des Internationalen Frauentages auch ein Antrag aus den Regierungsfraktionen gekommen ist. Das bedeutet jetzt, nicht nur die Opposition beschäftigt sich damit, sondern auch die Regierung ist endlich da angekommen, die Regierungsfraktionen zu sagen, jawohl, wir müssen uns mit diesem wichtigen Thema befassen. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in den Vorjahren aus Regierungskreisen einen solchen Antrag hatten. Vielleicht ein Abfangjäger. In 25 Ländern ist der 8. März ein gesetzlicher Feiertag. Es gibt wenig Gedenktage weltweit, die eine solche Bedeutung erlangt haben, dass sie fast überall in unterschiedlichen Formen begangen werden. Dass sich auch die CDU diesem Tag nähert, auch wenn die Formulierung im Antrag der Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frauen am 8. März erinnert an die Bemühungen um ein weltweites Wahlrecht von Frauen etwas vage bleibt. Ich mache es dann gern ein bisschen konkreter. Es war Clara Zetkin, die auf der 2. Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz 1910 die Einführung eines internationalen Frauentages vorgeschlagen hat. Die Idee kam aus den USA, von der Sozialistischen Partei Amerikas, die den ersten Frauentag 1909 erfolgreich feierte. Und natürlich hat damals das Frauenwahlrecht im Vordergrund gestanden. Aber, meine Damen und Herren, das haben wir zwar in den meisten Ecken der Welt erreicht, trotzdem gibt es auch hier in diesem Land für die Gleichstellung der Frau noch reichlich viel zu tun. Da ist zum Beispiel demnächst der Gender Pay Day. Der Equal Pay Day, der uns das Gender Pay Gap immer wieder aufzeigt. Die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen betragen auch in Deutschland noch fast 22 %. Damit nimmt dieses Land den drittletzten Platz unter den 28 Ländern der Europäischen Union ein. Hinter uns liegen nur noch Österreich und Estland. Das ist beschämend. Es liegt daran, dass Frauen in den unteren Einkommensgruppen arbeiten sowie in Branchen, die eine hohe Arbeitsbelastung haben und niedrige Entlohnung. Es sind im Allgemeinen das Gesundheitswesen, der Einzelhandel, Erziehungs- und Sozialwesen. Die Aufwertung der sozialen und Gesundheitsberufe war einer von den 7 Punkten für die Gleichstellung von Frauen, die wir vor einem Jahr in den Landtag eingebracht hatten. Ein weiterer Punkt war, die Betreuung von Kindern während der Arbeitszeit der Eltern zu gewährleisten. Denn nach wie vor sind es meistens die Frauen, die dadurch eine Erwerbspause haben, anschließend zu schlechteren Arbeitsbedingungen wieder eingestellt werden und weniger Rente bekommen. Dies ist weiterhin eine Baustelle in diesem Land, da die Kinderbetreuung unterfinanziert und weitgehend den Kommunen überlassen wird. Ich will mich aber mit dem entscheidenden Punkt unseres heutigen Antrags weiterhin beschäftigen, dass alle nicht einvernehmlichen sexuellen Handlungen unter Strafe stehen müssen. Damit komme ich auf eine erfreuliche Stelle des schwarz-grünen Antrags, und das hat sich auch eben in der Rede gespiegelt. Die bestehenden Lücken des Sexualstrafrechts müssen geschlossen werden, damit Nein auch Nein heißt.
Mit dieser Formulierung muss sich die Hessische Landesregierung der Bundesratsinitiative von Rheinland-Pfalz, Hamburg und Niedersachsen anschließen und unserem Antrag zustimmen. Das ist doch dadurch eindeutig. Entweder Sie meinen, was Sie aufgeschrieben haben, oder Sie meinen es nicht. Wenn Sie es meinen, müssen Sie sich anschließen. Denn die Initiative dieser drei Bundesländer geht genau in diese Richtung. Wenn Deutschland die Istanbul-Konvention ratifizieren würde, endlich erfolgreich und schnell und das Ganze auch in Recht und Gesetz umsetzen würde, dann wären wir einen entscheidenden Schritt weiter. Und es gäbe viel zu sagen, warum das erforderlich ist. Nur einige wenige Gründe dafür möchte ich hier in Zahlen aufzählen. Viele Vergewaltigungen werden überhaupt nicht angezeigt. Von denen, die angezeigt wurden, kam es beispielsweise 2012 nur in 8,4% der Fälle zur Verurteilung. Das ist in Hessen auch nicht viel anders. Da gab es in den Jahren 2010 bis 2015 6.740 angezeigte Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen. Lediglich 18% der Fälle wurden Anklage erhoben und ein Strafbefehl eingeleitet. 35% wurden eingestellt, weil der Tatverdacht nicht ausreichend war. Nur in 10% der Fällen kam es zu einer Verurteilung. Das könnte man jetzt böswillig so lesen, als seien es die ach so bösen Frauen, die sich irgendwelche Geschichten ausdenken. Tatsächlich ist es aber so, dass wir hier eine Situation haben, in der Frauen, wenn sie um ihre Sicherheit und Leib und Leben bereits fürchten, noch aufgefordert sind, sich aktiv zu wehren, also einen Akt von Gewalt selbst zu begehen, vor dem sie Angst haben, weil sie von einem Täter bedroht werden. Und wenn sie genau das nicht tun, weil sie sich fürchten, dann kann der Täter hinterher nicht bestraft werden. Das ist doch pervers. Das muss beendet werden. Und dann sieht es immer wieder so aus, als läge es an den Frauen, dass eben diese Vergewaltigungen am Ende nicht verurteilt werden. Dass Frauen in der Zwischenzeit schon gar nicht mehr anzeigen, weil sie wissen, dass drumherum die Erfahrung gemacht wird, man geht durch ein furchtbares Verfahren, das entwürdigend und erniedrigend ist, und am Ende verliert man es auch noch, was noch einmal die beschädigte Würde obendrein beschädigt. Das ist ein Zustand, der muss in diesem Lande dringend beendet werden. Es wäre aber nicht schwarz-grün, wenn in Ihrem Antrag nicht ein dicker Pferdefuß versteckt wäre. Da kommt so ein Satz daher, dass der Landtag feststellt, dass Gewalt gegen Frauen durch patriarchalische Strukturen begünstigt werden. Ja. Und weiter, Menschen, die aus patriarchalisch geprägten Milieus und Kulturen kommen, müssen unsere Wertevorstellungen und Gesetze anerkennen und beachten, egal ob sie bereits in Deutschland leben oder zu uns kommen. Ach ja, und wo versteckt sich das Patriarchat auf der Welt? Sind die patriarchalisch geprägten Milieus und Kulturen irgendwo anders und nicht bei uns? Was Frauenwahlrecht ist doch noch keine 100 Jahre alt. Die Ungleichheit von Frauen und Männern, was das Einkommen anbetrifft, dazu habe ich etwas gesagt. Auch was die Strafbarkeit von Taten gegen das sexuelle Selbstbestimmungsrecht betrifft, unter denen ganz überwiegend Frauen leiden. Und was ist das? Ist es kein Patriarchat? Wenn die Zugezogenen unsere Wertvorstellungen anerkennen sollen, dann erkennen sie an, dass es jährlich bis zu 8.000 angezeigten Vergewaltigungen kommt, dass es eine Dunkelziffer von 85% gibt, in denen Frauen sich nicht trauen, die Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung anzuzeigen. Ist dies unser Wertekanon, der übermittelt werden soll? Sind Sie wirklich der Meinung, dass patriarchalische Strukturen und Denkweisen in diesem Land nicht mehr vorhanden sind, mit oder ohne Eingewanderte? Wird hier ein neues oder auch altbekanntes Narrativ geschaffen? Die Silvesternacht in Köln war für viele ein willkommener Anlass, nicht um sexuelle Übergriffe zu verurteilen und strafbar zu machen, sondern um Vorurteile in der Bevölkerung zu schüren gegen Menschen, die eingewandert sind, Menschen, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, weil sie in ihrer Heimat nicht leben konnten. Natürlich soll die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in Deutschland respektiert werden, aber von allen. Das erwarte ich von dem Richter im Strafprozess, wie von dem Arbeitgeber, der Frauen nach der Familienpause zu schlechteren Konditionen wieder einzustellen versucht.
von Politikern, die Gesetze verabschieden müssen, die die Benachteiligung von Frauen aufheben. Das erwarte ich natürlich von den Männern in meiner Umgebung und von denjenigen auf der Straße und natürlich auch von Ihnen, meine Herren. Natürlich gibt es religiöse und andere Wertvorstellungen, die das Patriarchat stärken. Diese sollten aber umfassend angegangen werden und nicht, wie in Ihrem Antrag, Menschen mit Einwanderungsgeschichte zugeschrieben werden. Die christlichen Kirchen haben dabei eine unrühmliche Geschichte und auch Gegenwart. Der Missbrauch von Kindern und besonders von Mädchen ist auch Teil dieser Kultur. Dies soll auch als Wert angenommen werden. Dies ist kein Ausdruck des Patriarchats. Welche Überlegenheit wollen Sie denn gegenüber anderen Kulturen demonstrieren, und was bezwecken Sie damit? Ich kann Ihnen sagen, was zu einer derart geführten Diskussion geführt hat, zu einem zweistelligen AfD-Ergebnis. Mit der Zuschreibung von patriarchalen Strukturen an eine eingewanderte Bevölkerung verstärken Sie den rassistischen Diskurs. Selbstverständlich darf es keine sexuellen und andere Übergriffe auf Frauen geben, aber durch nichts und niemanden, weder von Deutschen, deren Vorfahren schon lange hier gelebt haben und eindeutig patriarchalisch geprägt sind, oder von Deutschen in zweiter Generation oder von Menschen, die eben eingewandert sind. Da müssen wir einmal in die nordischen Länder schauen. Da ist die Situation deutlich besser. Selbstverständlich soll darüber informiert und diskutiert werden, dass Frauen gleiche Rechte haben und ihre sexuelle Selbstbestimmung leben soll. Das soll aber allgemein und universal diskutiert und nicht mit Unterstellungen gearbeitet werden. Lassen Sie uns lieber daran arbeiten, wie wir einen tatsächlichen Wertewandel zu einer Gesellschaft erreichen, in der sexuelle Gewalt geächtet ist und Frauen gleiche Rechte und gleiche Möglichkeiten wie Männer haben und in der Menschen unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichen sozialen Status ebenso die gleichen Voraussetzungen zu einer Gestaltung ihres Lebens haben. Dann sind wir dabei. – Herzlichen Dank. Vielen Dank. Zu einer Kurzintervention hat sich Frau Kollegin Dorn gemeldet. Bitte sehr, Sie haben das Wort. 2 Minuten. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Frau Kollegin Schott, ich möchte Ihnen noch einmal den Antrag vorlesen, denn Sie missinterpretieren, ich weiß nicht, ob absichtlich oder weil Sie es nicht ganz verstanden haben, genau diese Sätze. Ich lese es Ihnen noch einmal genau vor. Der Landtag stellt fest, dass Gewalt gegen Frauen durch patriarchale Strukturen begünstigt werden kann. Diese können individuell, sozial, kulturell oder religiös verstärkt werden. Und sie sind weltweit in unterschiedlicher, starker Ausprägung verbreitet. Das Ausüben von Macht und Dominanz gegenüber Frauen kann in körperliche und sexualisierte Gewalt münden, ebenso die Tabuisierung von Sexualität. Menschen, die aus patriarchalisch geprägten Milieus oder Kulturen kommen, müssen unsere Wertvorstellungen und Gesetze anerkennen und beachten, egal ob sie bereits in Deutschland leben oder zu uns kommen. Sehr geehrte Damen und Herren der Fraktion der LINKEN, wir kämpfen, seit es uns gibt. Wir kommen aus der Frauenbewegung, und wir kämpfen, seit es uns gibt, gegen patriarchale Strukturen, hier in Deutschland und weltweit. Das macht uns aus, und genau das steht in diesem Antrag. Und es ist so wichtig, dass wir diesem Phänomen dass wir das Phänomen ganzheitlich betrachten, dass wir überall dort hinschauen, wo patriarchale Strukturen verstärkt werden. Und diese gibt es hier in Deutschland, diese gibt es in anderen Kulturen. Es gibt Milieus, die besonders sind, es gibt religiöse Begründungen. Genau das steht in diesem Antrag. Bei diesem Thema sollten wir sehr, sehr ehrlich und vor allem sehr, sehr sensibel argumentieren. Deswegen finde ich es sehr enttäuschend, dass Sie genau nur diese Worte lesen wollen, die Sie gerne lesen wollen von uns, statt mal genau hinzuschauen. Vielen Dank. Frau Kollegin Schott, Sie haben die Gelegenheit zur Erwiderung. Auch 2 Minuten. Mein Gott. Ich freue mich ja sehr, wenn Sie das, was ich hier vorgetragen habe, genau nicht gemeint haben. Dann
bin ich auch ein ganzes Stück beruhigter. Aber dann müssen Sie es auch so formulieren, dass klar wird, dass Sie es nicht gemeint haben. Und Sie müssen es nicht so formulieren, dass es aus Ihrer Sicht Missverständnisse Tür und Tor öffnet. Sie sprechen von unseren Wertvorstellungen. Was sind denn unsere Wertvorstellungen? Ich frage mich seit vielen Wochen, seitdem wir diese Diskussion über unsere Werte führen, was sind denn unsere Wertvorstellungen? Und sind das Gesetze? Sind das die Gesetze? Sind das die Gesetze, in denen es zurzeit möglich ist, Frauen zu vergewaltigen, ohne dafür bestraft zu werden? Oder ist es eine Kultur? Oder ist es eine Kultur, in der Frauen gleichberechtigt sind? Dieselbe Kultur, in der es möglich ist, dass Frauen auf Kirmesfeiern, auf Faschingsfeiern in alle Richtungen bekrapscht werden, ohne sich wehren zu können, und wenn sie sich wehren, noch als brüde Langweilerin dargestellt werden. Ist das unsere Kultur? Was ist denn diese unsere Kultur, die es zu verteidigen gilt? So, und das steht, oder Wertvorstellungen. Sie können auch dieses Wort Wertvorstellungen an der Stelle noch einmal genau unterfüttern oder beleuchten. Was ist dieser Wert, und wer trägt diesen Wert? Und haben wir ihn in dieser Gesellschaft als universellen Wert, oder hätten wir ihn gerne als universellen Wert? Und sind wir die, die anderen unsere Werte tatsächlich vermitteln können? Denn eine Kultur, in der es einen Wert gibt, der nicht von den Menschen getragen wird, und das ist an vielen Stellen in der Frauenfrage leider so, dass der Wert eben von vielen nicht getragen wird. Wenn es nicht stimmen würde, hätten wir keine Vergewaltigung. Wir hätten keinen Kindesmissbrauch. Wir hätten keine Gewalt gegen Frauen in allen möglichen Kneipen- und Kirmessituationen. Das ist doch das Problem. Und das müssen wir doch auch hier vor Ort uns eingestehen, dass wir dieses Problem nach wie vor haben, dass wir auf einem Weg sind, dass der Weg aber noch weit ist und dass es noch eine Menge zu verbessern gibt und dass wir sehr genau aufpassen müssen, dass wir hier nicht in die Falle tappen, dieses Ausspielens der Fremden und der Eigenen und dessen, was wir können und was andere angeblich nicht können. Denn Herr Abgeordnete, die Zeit ist abgelaufen. Dann ende ich an der Stelle. Vielen Dank. Das Wort hat als Nächstes Frau Abgeordnete Kollegin Alex aus der SPD-Fraktion. Bitte sehr. Ich mache erst einmal das Ding hier runter. Ja. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erst einmal freue ich mich, dass wir anlässlich des Weltfrauentages in diesem Plenum über Frauenpolitik diskutieren. Das finden wir gut. Staatsminister Al-Wazir wollte gerne Lob hören. Und erstaunlicherweise hat mich sogar, obwohl es ein frauenpolitisches Thema ist, mein PGF vorgestern dazu aufgefordert, diesen Antrag zu loben. Er hat es nicht ganz mit diesen Worten getan. Ich will es auch gern tun. Dieser Antrag hat nicht nur eine hervorragende Rechtschreibung, sondern er ruft auch einige wichtige frauenpolitische Punkte auf. Allerdings ist ihm auch anzusehen, dass er offenbar oder scheint, ich weiß es ja nicht, aus zwei verschiedenen Federn zu kommen, von zwei Gruppen, die frauenpolitisch auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen agieren und die jetzt einen Kompromiss finden mussten. Und man kann es sogar absatzweise zuordnen, obwohl ich jetzt nicht mehr ganz sicher bin, weil eben die Falschen den Absatz verteidigt haben, den ich anders zugeordnet hätte. Wir freuen uns auch immer zu hören, dass bei uns das Grundgesetz gilt. Daran müssen wir immer mal erinnert werden hier im Hessischen Landtag. Und deswegen ist das gut, dass das in dem Antrag steht. So. Vor einem halben Jahr haben wir hier gestanden und haben über den Gleichberechtigungsbericht der Landesregierung gesprochen. Und da haben wir festgestellt, dass es eigentlich nicht so schnell vorangeht.
erstens und zweitens, dass noch deutlich Luft nach oben ist bei der Besetzung von Führungspositionen im öffentlichen Dienst. Da könnte natürlich ein hessisches Gleichberechtigungsgesetz, wie Sie zu Recht sagen, eine Vorbildfunktion haben. Aber es muss dann auch ein weitgehendes, modernes Gleichberechtigungsgesetz sein. Und ich gehe davon aus, dass die Kollegin von Bündnis 90 die Grünen, die diese Postkartenaktion unterschrieben haben für ein gutes Gleichberechtigungsgesetz, ja nicht gedacht haben, dass ihr Gesetzentwurf damit gemeint ist, sondern das hat sich ja auf unseren Gesetzentwurf bezogen. Aber ich finde es nett, dass Sie trotzdem da unterschrieben haben. Sie fordern, und das finden wir auch richtig, da sind wir einer Meinung, Sie fordern eine Verbesserung des Sexualstrafrechts in Deutschland. Das ist richtig. Richtig ist auch, dass das Bundesjustizministerium im Sommer einen Entwurf vorgelegt hat. Und richtig ist auch, und das stimme ich ausdrücklich überein, dass dieser Entwurf noch Luft nach oben hat. Dann soll man das aber bitte inhaltlich diskutieren und nicht im Bundeskanzleramt das Ganze erst einmal versenken, über ein halbes Jahr blockieren, sondern dann soll man sagen, was möchte man geändert haben, und da gibt es einiges, und dann muss man so vorgehen. Es ist angesprochen worden, es ist nicht, Frau Erfurth, es ist halt Bundesgesetz, und da kann man ja nichts machen, ja? Sondern es gibt ja nun auch noch den Bundesrat. Es gibt dort die Bundesratsinitiative von Hamburg, von Niedersachsen und von Rheinland-Pfalz. Nordrhein-Westfalen hat sich angeschlossen, Thüringen hat sich angeschlossen. Das hätten Sie auch gut machen können. Hessen fehlt. Und dann steht in Ihrem Antrag, wir bitten die Landesregierung, diesen Prozess zu begleiten. Werden Sie doch einmal aktiv. Wir fordern die Landesregierung auf, diesen Prozess voranzutreiben. Ich höre Sie nicht. Ich bin lauter als Sie. Wir brauchen eine bessere Strafgesetzgebung in dem Bereich. Sie haben zu Recht, die bisherigen Rednerinnen, die Strafbarkeitslücken aufgeführt. Wenn ich allerdings immer höre und auch in diesem Landtag, in diesem Antrag lese, ein Nein ist ein Nein, da muss ich sagen, also ein Nein ist ein Nein, das reicht nicht. Frau Erfurth hat ein Beispiel gegeben. Ja, und es ist wirklich pervers. Wir müssen uns das einmal überlegen. Die Juristen könnten es vielleicht begründen, aber der gesunde Menschenverstand kann es nicht verstehen. Wenn jemand einen Juwelier überfällt und ihm ein Collier abnimmt, wird niemand hinterher zum Juwelier gehen und sagen, hast du auch ausreichend deutlich gemacht, dass du das nicht wolltest? Ja? Und war das nicht vielleicht eine einvernehmliche Handlung, dass du mir das gegeben hast? Niemand würde das verlangen, aber im Sexualstrafrecht ist das durchaus noch üblich. Und auch die Tatsache kann man nicht genug betonen, dass es eine große Dunkelziffer gibt. Und während Psychologen sagen, Leute, wehrt euch besser nicht, um es nicht noch schlimmer zu machen, steht man dann bei der Polizei und die sagt, ihr habt gar keine Chance mit eurer Anzeige, ihr habt euch ja nicht gewehrt, weil die Gesetzeslage ist, wie sie ist. Da, glaube ich, stimmen wir hier alle überein. Das muss dringend geändert werden. So, jetzt kommen wir zu dem Absatz mit dem kulturellen und religiösen Hintergrund, und der befördert
soziale und individuelle Dispositionen in einer patriarchalischen Gesellschaft. So, warum haben, das ist nicht von mir, ja? Warum stört man sich daran? Ich versuche das einmal zu vermitteln, warum man sich daran stört, Frau Dorn. Weil es geht doch ums Sexualstrafrecht. So, und da gibt es Täter. Und das, was Sie beschreiben oder zu versuchen zu beschreiben, das könnte man und hat man teilweise getan, soziologisch, gesellschaftspolitisch aufarbeiten. Das könnte man als Handlungsanweisung für eine Prävention, für eine Aufklärungspolitik nehmen. Aber es hat mit der Strafe nichts zu tun, denn es kann für uns völlig, egal sein. Ich warte jetzt, bis die Abgeordnete Dorn fertig ist mit Sparen. Kollegin, Sie haben weiterhin das Wort. Es kann für uns völlig egal sein, ob nicht, es kann uns nicht egal sein, falsch. Es muss für die Strafe und für die Gesetzgebung völlig egal sein, ob am Kölner Hauptbahnhof Nordafrikaner junge Mädchen belästigen oder in Berlin ein Promi, eine Journalistin. Das ist strafmäßig das Gleiche. Und die Schwierigkeit bei unserer Sexualgesetzgebung ist die, dass wir immer auf das Verhalten des Opfers gucken, statt auf das Verhalten der Täter zu gucken. Dass wir das nicht zum Maßstab nehmen. Und deswegen brauchen Sie sich gar nicht so aufzuregen. Wir sind ja bei Ihnen. Fordern Sie die Landesregierung auf, entsprechend tätig zu werden. Ich kann da einen ganz persönlichen. Wir fordern die Bundesregierung auf. Das machen wir gern. Aber wir können keine Verantwortung für das Agieren im Kanzleramt übernehmen. So weit ist es nun noch nicht. Ich möchte ja gerne persönlich schließen. Ich möchte gerne persönlich schließen zum Weltfrauentag mit den Kolleginnen und Kollegen. Bei allen solchen Initiativen haben Sie die SPD-Fraktion im Hessischen Landtag auf Ihrer Seite. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Alex. Als nächstes hat das Wort Frau Abg. Ravensburg für die CDU-Fraktion. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vorgestern war Weltfrauentag, das haben meine Vorrednerinnen schon gesagt, und Frau Schott hat auf den Feiertag in 25 Ländern hingewiesen, ein fröhlicher Feiertag. Wir haben uns hier schon einmal darüber ausgetauscht. Ein Zwischending zwischen Valentinstag und Muttertag in Russland, der zu Ehren der Frauen genutzt wird. Wenn ich aber in die Welt schaue, dann besteht in vielen Ländern für Frauen leider keinerlei Anlass zum Feiern. Ganz im Gegenteil. Frauen werden noch immer in vielen Ländern dieser Erde diskriminiert. Von Gleichberechtigung ist in vielen Ländern der Erde sind wir weit entfernt. Frauen sind ausgeschlossen von Bildung, sie haben keine Rechte, sie werden zwangsverheiratet oder verstümmelt. Und ganz perfide finde ich, dass Menschen, also Mädchen radikalisiert werden und als Selbstmordtäterinnen benutzt werden, wie im Februar in Nigeria geschehen. Die Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen bleibt deshalb ein dringliches Anliegen der Vereinten Nationen. Und deshalb sollten wir in Deutschland weiter den Weltfrauentag nutzen, um auf die Rechte von Frauen und Gleichberechtigung von Mann und Frau aufmerksam zu machen. Meine Damen und Herren, Gleichberechtigung muss gelebt werden und braucht Vorbilder.
Hier in Hessen, das hat meine Kollegin Frau Erfurth vorhin ausführlich dargestellt, und zwar richtigerweise, geht die öffentliche Verwaltung mit unserem fortschrittlichen Gleichberechtigungsgesetz voran. Es ist am 1. Januar in Kraft getreten. Dieses Gesetz ist wegweisend für den Aufstieg von Frauen in Führungspositionen und die Vereinbarkeit von Familienaufgaben und Karriere, was wir uns als politisches Ziel für diese Legislaturperiode gesetzt haben. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau und die Vermeidung von jeder Form von Diskriminierung, das sind unsere gemeinsamen Ziele, sowohl in der öffentlichen Verwaltung als auch sonst in unserer Gesellschaft. Deshalb will ich ein weiteres Thema ansprechen, die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, gleich ob sie im häuslichen Umfeld oder in der Öffentlichkeit passiert. Hinweisen, und das haben die Vorrednerinnen auch getan, möchte ich auf die gewalttätigen und sexualisierten Übergriffe vor allem auf Frauen in der Kölner Silvesternacht hinweisen. Sie müssen aufs Schärfste verurteilt werden. Es kann keine Toleranz gegenüber solchen Tätern geben. Im öffentlichen Raum muss sich jeder und jede sicher und frei bewegen können. Und deshalb bedanke ich mich bei der hessischen Polizei, die besonders bei größeren Ereignissen Stärke und Präsenz zeigt und die mittels Videoüberwachung dokumentiert, damit sexuelle Übergriffe besser gehandelt werden können und dadurch sie in der Öffentlichkeit für besseren Schutz sorgen. Und so war es eine richtige Entscheidung, dass Hessen und übrigens als erstes Bundesland die Bodycams eingeführt hat. Ich weiß aber auch, dass es einen hundertprozentigen Schutz nicht geben kann. Und deshalb bedanke ich mich jetzt schon bei unserer Justizministerin Eva Kühne-Hörmann, dass sie sich schon frühzeitig für die Verschärfung des Sexualstrafrechts eingesetzt hat. Sie hätten vielleicht einmal die Pressemitteilung des Justizministeriums lesen sollen, dann hätten Sie es auch erfahren. Die aktuelle Reform des Sexualstrafrechts, und da sind wir uns einig, sollte deshalb zum Ziel haben, dass auch im Strafrecht eindeutig klargestellt wird, dass ein Nein auch ein Nein bedeutet, auch wenn es keine aktive Handlung gibt, wie Kollegin Alex das eben gefordert hat. Diese bestehenden Lücken im Sexualstrafrecht, die müssen geschlossen werden. Das ist natürlich auch unsere feste Meinung. Dazu brauchen wir aber nicht den Antrag der LINKEN, denn der jetzt vorgelegte Referentenentwurf von Bundesjustizminister Heiko Maas ist der erste Schritt. Gleichzeitig, und das wurde noch nicht erwähnt, gibt es eine Expertenkommission, die wurde berufen, um eine umfassende Reform des Sexualstrafrechts vorzubereiten. Meine Damen und Herren, Vergewaltigung ist ein Verbrechen, das physisch und psychisch tiefe Wunden bei den Opfern hinterlässt. Ein Verbrechen, das geahndet werden muss, gleich ob sich das Opfer wehrt oder Angst hat und deshalb handlungsunfähig ist. Und es kann auch nicht dem Opfer vorgeworfen werden, dass es keinen Widerstand geleistet hat. Und deshalb unterstützen wir auch die Initiative im Bundesrat. Auch Ihr zweiter Punkt in dem Antrag, Frau Schott, leider haben Sie es in Ihrer Rede überhaupt nicht erwähnt, nämlich die Ausweitung der medizinischen Soforthilfe nach Vergewaltigung. Das unterstützt das Sozialministerium doch längst. Es war doch das hessische Sozialministerium, das die Arbeit des Frauennotrufs in Frankfurt unterstützt hat, um eine gerichtsfeste Dokumentation von Vergewaltigung zu entwickeln. Denn das brauchen wir, damit wir Frauen vor Gericht auch schützen und unterstützen können. Und es war auch das Sozialministerium Hessen, das in Fulda die Pilotierung der Schutzambulanz in Verbindung mit der Gerichtsmedizin in Gießen unterstützt hat. Und ich lobe ausdrücklich die Initiative der 8 Frankfurter Frauenkliniken, die auf diesen Grundlagen ein Hilfesystem für Opfer von sexueller Gewalt eingerichtet haben. Ziel ist es, medizinische Hilfe und Beratung nach Vergewaltigung anzubieten, auf Wunsch Vertraulichkeit zu wahren, aber auch die Befunde für eine eventuell spätere Anzeige zu sichern.
Dieses soll ausdrücklich Ausstrahlkraft auf ganz Hessen haben. Und deshalb unterstützt das Sozialministerium die Beratung anderer Regionen, die Gleiches tun. Und dass dieses auch in einem kleinen Krankenhaus funktioniert, das haben wir parteiübergreifend in Waldeck-Frankenberg mit dem Frauenbüro und dem örtlichen Präventionsrat auf den Weg gebracht. Die Mittel aus dem Sozialbudget ermöglichen uns das auch finanziell. Und so haben wir mit dieser fachlichen Unterstützung aus dem Sozialministerium nach dem Frankfurter Modell an der Gynäkologie im Kreiskrankenhaus Frankenberg ebenfalls eine Anlaufstelle für Opfer von sexueller Gewalt eingerichtet. Einen weiteren Punkt will ich ansprechen. Wichtig ist nämlich mir auch, dass Opfer von sexueller, körperlicher und psychischer Gewalt ein Hilfenetzwerk hier in Hessen vorfinden. Das ist wichtig. Das beginnt bei niederschwelligen Angeboten, und deshalb lobe ich mal ausdrücklich die bundesweit einheitliche Telefonnummer, wo Frauen und Kinder, die von Gewalt betroffen sind, schnelle Unterstützung und eine erste Anlaufstelle finden. Die Landeskoordinierungsstelle häusliche Gewalt im Hessischen Justizministerium bindet deshalb auch in vorbildlicher Art und Weise die verschiedenen Institutionen auf Landes-, Stadt- und Kreisebene zusammen. Der Landesaktionsplan gegen häusliche Gewalt unterstützt hessenweit Präventionsnetzwerke. Und das ist uns wichtig. Wir brauchen dieses umfassende Hilfswerk, damit Frauen und aber auch Kinder und auch selbstverständlich Männer, die von Gewalt betroffen sind, Anlaufstellen finden. Und die Kollegin Erfurth hat auch auf das Sozialbudget hingewiesen, wo wir Frauenhäuser und eine möglichst flächendeckende Versorgung mit Interventionsstellen landesweit fördern. Gewalt an Frauen ist nicht zu tolerieren, gleich wer sie ausübt. Deshalb halte ich die Diskussion um das Patriarchat hier an einem Ziel vorbeigehend. Es geht darum, jeder, der Gewalt ausübt, der darf nicht toleriert werden, muss geächtet werden. Aber wir sollten uns auch anschauen, was in Hessen dort dass diejenigen, die nach Hessen kommen, die aufgrund von Flucht in Hessen jetzt sind, auch hier mit einbezogen werden. Die geschlechtersensible Unterbringung, die Bildung von reservierten Bereichen für alleinreisende Frauen und Kinder und Familien hier in Hessen, das ist uns besonders wichtig. Und das gilt auch in Notunterkünften. Auch dort ist es uns gelungen, fast überall solche Bereiche zu bilden. Und ich möchte deshalb auch ausdrücklich Darmstadt hervorheben. Dort wurden nicht nur Schutzbereiche gebildet, sondern es gibt jetzt auch eine Beratungs- und Hilfestruktur für traumatisierte Frauen und Kinder. Meine Damen und Herren, wer hier in Deutschland Schutz sucht und leben möchte, der muss sich von Anfang auch in den Flüchtlingsunterkünften, aber auch im öffentlichen Leben hier bei uns im Land nach unseren Wertvorstellungen und unserem Grundgesetz richten. Es darf eben keine Verharmlosung von Gewalt gegen Frauen geben, gleich wer sie ausübt. Und deshalb möchte ich auch hier noch erwähnen, die Rechtsstaatsklassen, die das Justizministerium eingerichtet hat. Fit für den Rechtsstaat, das ist ein wichtiger Beitrag, um mit den Flüchtlingen über Kollegin Ravensburg, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Ja, komme ich. Um uns über unsere Werte und Rechtsordnung zu sprechen. Das Gleiche gilt auch für die Integrationskurse. Ich halte deshalb für den Weltfrauentag für wichtig, um einmal im Jahr öffentlichkeitswirksam auf die Rechte der Frauen aufmerksam zu machen. Und letzter Satz. Die Gleichstellung und Achtung der Rechte von Mann und Frau sollte für uns aber jeden Tag Maxime unseres Handelns sein. Danke sehr. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rentsch, FDP-Fraktion. Was für Juristen. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich spreche für meine Fraktion als rechtspolitischer Sprecher, weil wir uns hier, deshalb spricht ja auch die Justizministerin, um einen auch juristisch nicht einfach zu regelnden Sachverhalt letztendlich verhalten. Insofern glaube ich, ist das heute eine wichtige Diskussion. Ich glaube, sie ist mehr als angemessen.
aber sie ist eben auch gar nicht so einfach, zu einem guten Ende zu führen. Ich glaube, dass wir alle der Auffassung sind, und das, denke ich, ist der Konsens hier im Haus, auch Frau Kollegin Schott, wenn Sie es vielleicht etwas anders gesehen haben, dass wir alle der Auffassung sind, dass das, was wir im Sexualstrafrecht zu regeln haben, bei der Frage, wie kann man Sexualdelikte so ausformulieren, dass sie wirklich zu einem effektiven Schutz von Frauen und Männern, aber wir wissen von der Anzahl der Fälle hauptsächlich Frauen, führen, und dass wir das mit dem aktuellen Rechtstatbestand nicht so erfüllen. Und deshalb glaube ich, ist es richtig, dass man eine Diskussion intensiv darüber führt, dass man sie zu einem guten Ende führt, dass man aber nicht den Fehler macht, und das will ich auch mit dieser Debatte anregen, die Ereignisse aus Köln als Grundlage dafür zu nehmen, dass wir jetzt eine Debatte führen, wie wir speziell für die Kölner Situation Regeln herbeiführen, weil dafür gab und gibt es Regeln, Gott sei Dank. Und ich bin froh darum, dass wir deshalb diese Kölner Situation nicht, und ich sage auch offen, da teile ich auch die Auffassung vom Kollegen Maas nicht, jetzt als Grundlage dafür nehmen, Hektik in ein solches Verfahren zu bringen. Weil die Frage, wie das geregelt wird, wird zum Schluss sehr, sehr wichtig sein, wenn es auch darum geht, diese Sexualstrafdelikte in der Praxis so umzusetzen, dass Täter wirklich bestraft werden. Und das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, der für die Juristen und alle anderen Kollegen und Kolleginnen hier klar sein sollte. Ich will ausdrücklich sagen, dass das, was Frau Kühne-Hörmann hier vorschlägt, fachlich, dass das von uns geteilt wird. Ich will aber auch sagen, dass das, was Herr Maas bisher, sagen wir mal, als Diskussionsgrundlage, auch das, was als Expertenkommission eingesetzt worden ist, dass ich das nicht für falsch halte. Insofern, davon sollten wir uns verabschieden. Das, was wir in Köln erlebt haben, meine Damen und Herren, das hat Frau Kollegin Ravensburg, finde ich, zu Recht gesagt, ist eine Situation, die strafrechtlich zurzeit abgebildet ist. Wir können gegen diese Täter vorgehen. Aber ich will auch natürlich sagen, dass wir zurzeit erleben, dass vieles, was wir für normal halten oder was sich auch Frauen in den letzten Jahren und Jahrzehnten in dieser Gesellschaft erkämpft haben, wie ein Umgang stattzufinden hat, was eben nicht mehr normal ist oder was als sexuelle Belästigung interpretiert werden kann, dass das nicht von allen Kulturen der Welt so gesehen wird. Und deshalb ist das, was in Köln vorgefallen ist, auch ein Ausdruck dessen, dass wir auch eine kulturelle Auseinandersetzung über die Frage brauchen, was ist in dieser Gesellschaft normal und nicht normal. Was für Rechte haben wir gegenüber Frauen und Männern, gegenüber Andersgläubigen, gegenüber denen, die sexuell nicht das Bild leben, was vielleicht in diesen Ländern normal ist? Ich glaube, dass diese kulturelle Auseinandersetzung notwendig ist. Frau Kollegin Ravensburg, die Frage der Rechtsstaatskurse, man kann sie nicht so einfach hier hinstellen und sagen, jetzt haben wir die Rechtsstaatskurse. Dass Sie das machen, halte ich für richtig. Ich habe mir einiges angeguckt. Ich will Ihnen offen sagen, dass wir noch große Probleme haben werden, daraus ein effizientes Instrument zu basteln. Weil bei der Frage der Sprachvoraussetzungen, der Motivation der vielen Richterinnen und Richter und Staatsanwälte, die das machen, haben wir noch richtig Luft nach oben. Wir können jedem dankbar sein, der sich bereit erklärt, in seiner Freizeit so etwas zu machen. Aber offen gesagt ist das Interesse, was ich jetzt auch wiedergespiegelt bekommen habe, bei vielen, die das dann letztendlich nutzen, nicht so vorhanden, wie wir uns das vorstellen müssten. Und die Bretter, die wir dort zu bohren haben, sind mehr als dick. Insofern glaube ich, das sollte man an einer solchen Debatte auch zum Ausdruck bringen. Wer sich mit dem Gesetzentwurf vorliegenden beschäftigt, glaube ich, kommt zu dem Ergebnis, dass wir auf der einen Seite, das sagte ich, keine Eile haben aufgrund der Sachverhalte in Köln und dass ich glaube, es auch nicht richtig ist, jetzt sozusagen mit diesen Kölner Ereignissen im Rücken eine neue Debatte aufzumachen, sondern die Debatte, die wir bisher geführt haben, sollte weitergeführt werden und sie sollte zu einem guten Ende gebracht werden. Zweitens, das, was der Entwurf vorsieht, diesen Tatbestand des Grabschens, ist, meine Damen und Herren, aus unserer Sicht juristisch an vielen Stellen nicht geeignet, einem wirklichen Problem Herr zu werden. Auch das muss man sich sehr sauber angucken. Er führt nämlich zu einer Reihe von weiteren Problemen. Und ich sage auch, dass das, was jetzt als Strafdrohung im Raum steht, sich immer im Kontext dessen bewegen muss, was wir als Straftatbestände an anderen Stellen im Sexualstraftatbereich geregelt haben, Kollegin Faeser. Und deshalb glaube ich, macht es Sinn, dass man sich überlegt, ob man jetzt mit extrem hohen Strafen dort nicht das ganze Sexualstrafrecht ein bisschen außer Rand und Band bringt. Ich will einen weiteren Punkt nennen, der mir wichtig ist und den Sie bei den Stellungnahmen des Richterbundes lesen können. Das ist nämlich die Frage, wie Tatbestandsmerkmale in Strafgesetzen zum Schluss auch überprüft werden können. Und Sie wissen, dass ein Strafgericht von der Schuld eines Täters überzeugt sein muss. Diese Überzeugung kann nur dann letztendlich auch vorhanden sein, wenn der Nachweis gelingt, dass einzelne Straftatbestandsmerkmale auch erfüllt sind. Und wer sich anschaut, wir reden über die immerhin § 179 und fortfolgende, wie sozusagen die im Referentenentwurf vorgelegte Ausnutzung der Lage
letztendlich geregelt ist, kommt zu dem Ergebnis, dass wir hier eine Situation haben, die aus unserer Sicht, so wie der Tatbestand zurzeit formuliert ist, nicht dazu führen wird, dass es viele Nachweise für eine Strafbarkeit gibt. Weil, ich darf das einmal zitieren, was der Richterbund aus unserer Sicht zu Recht sagt, gerade in den Fällen, in denen nach derzeitiger Rechtslage eine relevante Strafbarkeitslücke besteht, unstreitig, wird der Tatnachweis im Einzelfall nur schwer gelingen, denn der Täter wird sich in aller Regel darauf berufen, dass er mangels jeglicher Ablehnenäußerung oder Handlung durch das Opfer von dessen Einverständnis ausgehen könnte. Ich glaube, darüber muss man nachdenken, wenn man diesen Referentenentwurf weiter diskutiert. Weil wenn das so bleibt, wird das zwar ein tolles Gesetz sein, es wird aber in der Praxis nicht dazu führen, dass wirklich der Nachweis erbracht werden kann, dass hier eine Strafbarkeit vorliegt. Also das bitte ich in dieser Frage zu bedenken. Ich will einen weiteren Punkt sagen, der vielleicht nicht so populär ist, der aber gerade auch für die Kollegen des Rechtsausschusses hier eine wichtige Grundlage ist und sicherlich auch für die Justizministerin. Die Reformdiskussion blendet aus unserer Sicht zu Recht aus, dass es in den letzten Jahren eine große ansteigende Zahl von falschen Beschuldigungen in diesem Bereich gegeben hat. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Ich glaube, da muss man auch sehr sensibel mit umgehen. Aber klar ist, wenn man sich die Zahlen anschaut, hier gibt es einen sehr interessanten Artikel in der Zeit zu diesem Thema, der diese Zahlen noch einmal konkret aufmacht, von Prof. Dr. Walter, einer der Strafrechtler, der sich mit dem Thema Sexualstraftäterstrafrecht auch massiv auseinandersetzt. Der sagt in diesem Artikel, Experten schätzen die Zahl der falschen Beschuldigungen heute auf ein Drittel bis zur Hälfte. Und aus den Zahlen der Gerichtsmedizin gibt es sozusagen Hinweise, die das stützen. Deshalb ist bei der Neugestaltung sehr stark darauf zu achten, dass, so schwer das juristisch ist, und ich sage mal, das ist eine der wahrscheinlich schwierigsten Disziplinen, ein Strafrecht so auszugestalten, dass wir nachher eine Grundlage dafür haben, dass es eben nicht dazu kommt, aber dass dieses Thema auch letztendlich mit in den Blick genommen wird. Und ich glaube, deshalb gilt es nicht nur mit hohen Strafandrohungen hier zu agieren, wie das Herr Maas gemacht hat, und neuen Straftatbeständen, sondern zum Schluss auch zu gucken, erstens, dass Strafrecht auch anwendbar ist und es den Opfern auch die Möglichkeit gibt, den Nachweis zu liefern. Wenn das so ausformuliert ist wie hier, wird das nicht gelingen. Das wäre fatal aus unserer Sicht. Und zum Zweiten, dass man keine Anreize setzt, dass es missbraucht wird. Auch das ist eine Frage. Und das ist ein extrem schmaler Grat, über den wir hier diskutieren. Ich will nicht verhehlen, dass ich die Kollegen nicht beneide, das auszuformulieren, weil es wirklich sehr, sehr schwierig ist. Aber ich glaube, und das ist der Konsens, der hier heute im Haus besteht, wir haben einen extremen Bedarf, dieses alte Sexualstrafrecht, was Deutschland hat, neu aufzustellen. Und die aktuellen Fälle sind nur ein Indiz, sie sind aber nicht sozusagen die Grundlage für die Diskussion. Die Diskussion führt viel stärker zurück. Sie geht noch von einem Gesellschaftsbild aus, das wir lange, Gott sei Dank, nicht mehr haben, in einer Gesellschaft, wo wir, ich hoffe, nicht mehr ernsthaft über die Frage von Gleichberechtigung von Frau und Mann kämpfen müssen, sondern hoffentlich alle 110 Parlamentarier dieses Thema nicht ernsthaft streitig stellen, sondern wirklich die Frage gilt, welches moderne Gesellschaftsbild liegt einem neuen Sexualstrafrecht auch zugrunde. Das, finde ich, ist die Grundlage, über die wir diskutieren müssen. Und insofern, wenn die Justizministerin mit ihrer Initiative dazu beiträgt, dass wir, sagen wir mal, sorgfältig, zeitnah zu einem guten Ergebnis kommen mit dem Justizminister auf Bundesebene, wenn wir zum Zweiten keine Formulierungen im Referentenentwurf und dann im Gesetz treffen, die dazu führen, dass kein Nachweis geliefert werden kann, und wir drittens auch uns über die Frage Gedanken machen, wie kann man ein Recht so ausgestalten, dass es zum Schluss nicht zum Missbrauch einlegt, glaube ich, haben wir einen guten gemeinsamen Schritt getan. Lassen Sie uns gerne über den Weg, über die Frage, wie es geregelt wird, streiten. Über das Grundziel sollte hier große Einigkeit bestehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort Staatsminister Grüttner. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Anlass für diese Debatte war ja der Weltfrauentag, der sich am vergangenen Dienstag zum 105. Mal jährte und ein Tag ist, an dem man an diejenigen Frauen und auch Männer erinnert, die unter teilweise schwierigen oder gar lebensbedrohenden Bedingungen für die Gleichstellung der Geschlechter, die Stärkung der Frauen und ihre Menschenrechte sich eingesetzt haben. Gleichzeitig ist es hier aber auch eine Debatte über die Fragestellung des Strafrechts, des Sexualstrafrechts, des Strafrechts bei Verstößen gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Deswegen werden wir das ein bisschen teilen. Ich werde einen Teil nehmen und zu einem Teil Stellung beziehen des Antrages, und zu dem anderen Teil wird Frau Kollegin Kühne-Hörmann sprechen. Deswegen
Meine sehr verehrten Damen und Herren, da steht eines, denke ich, vorne ran. Frauenrechte sind schlicht und einfach Menschenrechte und nicht nur unzureichend eingelöste Frauenrechte in jeder Gesellschaft ein zuverlässiger Gradmesser für fehlenden Fortschritt und fehlende Weiterentwicklung. In Deutschland ist die Gleichberechtigung von Frauen und Männern seit 1949 Verfassungsauftrag, erstritten von Elisabeth Selbert. An diesen Verfassungsauftrag lässt sich auch Hessen messen. Der vorliegende Antrag der Fraktionen von BÜNDNIS 90 den GRÜNEN der CDU stellt als Ausgangspunkt für seine Agenda die gleichen Verwirklichungschancen von Frauen und Männern heraus. Und damit Frauen gleiche Verwirklichungschancen haben, müssen eben Hindernisse abgebaut werden, die eine selbstbestimmte Gestaltung der persönlichen Biografie erschweren. Benötigt werden verschiedene Rahmenbedingungen für verschiedene Lebensphasen, von der Berufswahl über die Lohngerechtigkeit, über Rollenbilder in der Gesellschaft bis zur Rente. Wir setzen hierbei auf ein breites Spektrum von Instrumenten. Erstens, das gerade erst am 1. Januar dieses Jahres in Kraft getretene, grundlegend überarbeitete und modernisierte Hessische Gleichberechtigungsgesetz für den öffentlichen Dienst nimmt eine Vorbildfunktion an dieser Stelle ein. Das fördert Frauen. Wir haben diese Diskussion sehr intensiv geführt. Ich denke, wenn Sie die kommentierte Fassung, die Ihnen am Dienstag zugegangen ist, ausreichend studieren, werden Sie auch an der Stelle sehen, wie fortschrittlich dieses Gesetz ist. Was wir nach wie vor an dieser Stelle verdeutlichen müssen, ist, es gibt immer noch einen geschlechtsspezifischen Lohnunterschied in Deutschland zwischen Frauen und Männern. Wir müssen alles daran setzen, diesen zu beseitigen. Demgemäß stehen wir bei den geplanten Maßnahmen zur Entgeltgleichheit an der Seite des Bundes, aber wir folgen auch gleichzeitig eigene Strategien, z.B. mit der Arbeitsgemeinschaft Trialog Chancengleichheit Hessen, einem Zusammenausschluss der Beauftragten für Chancengleichheit beider Rechtskreise, der kommunalen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten des Stabes Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, der Regionaldirektion Hessen, der Bundesanstalt für Arbeit und von Expertinnen und Experten aus dem Hessischen Sozialministerium. Der Fokus liegt hierbei auf der Entwicklung praxisbezogener und umsetzbarer Maßnahmen und Projekte zur Existenzsicherung von Frauen. Ganz aktuell sehen wir ja momentan eine Studie des Forschungsinstitutes der Bundesagentur für Arbeit, die eine Trendwende bestätigt. Die Gründe hierfür sind aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht griffig genug und auch nicht genau erklärbar. Insofern bleibt allerdings ein Punkt, und das finde ich, ist ausgesprochen wichtig, in dieser Studie auch zum Tragen gekommen ist, die Befassung der Politik, die öffentliche Befassung der Politik mit diesem Thema, ein Grund dafür, dass kleine Schritte in Fragestellung der Entgeltgleichheit gemacht werden. Insofern trägt auch diese Debatte einen Beitrag dazu bei. Und ich kann Frau Ravensburg nur zustimmen. Wir dürfen solche Debatten nicht nur im Umfeld vom Weltfrauentag führen, sondern wir müssen sie häufig und permanent führen in unserem Bereich. Wir haben ja eben die Fragestellung angesprochen. Das wird Frau Kollegin Kühne-Hörmann eben noch auf die Frage des Sexualstrafrechts kommen. Aber natürlich muss man einen Blick auf das Thema körperliche und sexualisierte Gewalt gegen Frauen richten. Ich glaube, es ist ein gesellschaftlicher Konsens, dass an dieser Stelle es keine Maßnahmen gegen die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen, aber auch von Männern geben kann. Und wer diesen gesellschaftlichen Konsens verletzt, wird mit administrativen und polizeilichen Maßnahmen zur Rechenschaft gezogen, egal welcher Herkunft er ist, egal welcher Religion er angehört, ob er Bürger dieses Landes oder Gast dieses Landes ist, vollkommen unerheblich an dieser Stelle. Wir stärken in Hessen mit den kommunalisierten sozialen Mitteln ganz besonders den Schutz von Frauen vor häuslicher und sexualisierter Gewalt. Wir stellen in diesem Jahr 5,4 Millionen € aus dem Sozialbudget zur Verfügung. Und über das gesamte Legislaturperiode gesehen ermöglicht das natürlich eine massive Stärkung von Beratungs- und von Hilfsorganisationen, die vor Ort eingesetzt werden können im Interesse von Frauen. Und ich sage an der Stelle auch, wir beginnen auch bei den Frauen, die als Flüchtlinge zu uns gekommen sind, das Projekt in Darmstadt zusammen mit dem Sigmund-Freud-Institut, Pro Familia und IDEA von der Goethe-Universität, ein Pilotprojekt zur Hilfestellung für traumatisierte Frauen, ist ein Beitrag dafür, dass später auch Integration besser gelingen kann.
und mit den Partnern hier auch Maßnahmen entwickelt werden können, die uns die Herausforderungen, die auch in diesem Bereich vor uns stehen, besser bewältigen lassen. Deswegen bedanke ich allen Beteiligten für ihren Einsatz, wünsche Ihnen viel Erfolg und denke, dass es sicherlich noch ein paar Ausführungen zu der Fragestellung Sexualstrafrecht geben wird. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. – Als Nächste spricht Staatsministerin Kühne-Hörmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Änderung des Sexualstrafrechts ist eine der wichtigsten Gesetzesvorhaben, und an der wird auch schon lange gearbeitet. In der Praxis, das haben mir eine Vorredner gesagt, gab es kaum Verurteilungen, und es geht um die Opfer. Und je schneller wir dieses Vorhaben durchbringen, desto größer ist die Chance, dass den Opfern geholfen werden kann und vor allen Dingen die Täter verurteilt werden können. Und deswegen will ich noch einmal wiederholen, Nein heißt Nein. Und ein Nein muss reichen. Auch das gehört dazu. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Debatte über die Verschärfung des Sexualstrafrechts wird schon lange geführt, aber konkret um eine Änderung geht es schon seit Ende des Jahres 2013 und Anfang des Jahres 2014. Und deswegen will ich schon ein paar Dinge zum Verfahren dieses Gesetzentwurfs sagen. Die Justizministerkonferenz, die erste, an der ich teilgenommen habe, die fand im Juni 2014 statt, die Frühjahrstagung der Justizminister. Und da hat es einen regen Austausch zu dem Thema gegeben, und ich habe mich für Hessen ganz bewusst in die Debatte eingemischt. Und ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass es eine große Zurückhaltung des Bundesjustizministers in dieser Frage gab, weil er nämlich durchaus das, was der Kollege Rentsch dargestellt hat, einen Spagat am Ende hinkriegen muss, aber alle sich in der Praxis darüber klar waren, dass es eine Änderung geben müsste. Und damals auf der Justizministerkonferenz haben alle Justizminister Herrn Maas aufgefordert und haben gesagt, er möge sich jetzt um dieses Thema kümmern. Das war Juni 2014, obwohl der Vorlauf schon mindestens ein halbes Jahr in den konkreten Bereichen war. Dann hat es eine Aufforderung gegeben, wieder im Sommer von der CDU-CSU-Fraktion. Daraufhin ist immer noch nichts passiert. Und im Oktober 2014 haben wir dann schriftlich Herrn Maas aufgefordert in der Justizministerkonferenz, und das will ich zitieren, wir bitten Sie, den Justizminister die Prüfung zügig voranzutreiben und gegebenenfalls Vorschläge für gesetzgeberische Maßnahmen vorzulegen. So, da waren wir jetzt schon Ende des Jahres 2014. Fast ein ganzes Jahr ist verstrichen seit dem Beginn. Und dann hat Herr Maas selbst angekündigt, im November 2014, er wolle sich des Themas annehmen, und dann ist wieder nichts passiert. Also ich sage Ihnen am Ende, es sind 21 Monate vergangen, und wieder hat es Aufforderungen gegeben, bis endlich Herr Maas etwas vorgelegt hat. Und das hat er dann im Juli 2015, das stimmt, an das Kanzleramt gegeben. Also es hat zwei Jahre gedauert, bis der Bundesjustizminister bei diesem wichtigen Thema endlich einmal einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, den wir beschlossen haben. So, das wollte ich der Wahrheit halber noch einmal darstellen. Fast zwei Jahre Untätigkeit auf Bundesebene. So, jetzt will ich weiter darauf hinweisen, dass im Dezember 2015 der Gesetzentwurf an die Länder gegangen ist und wir am 18. Februar Stellung dazu genommen haben, wie viele andere Länder, um das Verfahren möglichst schnell zu beschleunigen. Es gibt ein Reformgremium bei Herrn Maas, in dem auch hessische Richterinnen und Richter mitarbeiten. Und diese Reformkommission wird dafür sorgen, dass alle Dinge bedacht werden und dass es jetzt endlich zügig vorangeht. Zur Bundesratsinitiative will ich Folgendes sagen. Ich habe für Hessen Anfang 2014, als es um die Kinderpornografie ging, immer wieder angemahnt, dass auch im Sexualstrafrecht Änderungen erfolgen müssen und Strafbarkeitslücken vorhanden sind. Also es hat hessische Initiativen gegeben. Wir haben der Bundesratsinitiative nicht nur eine, wir haben der Bundesratsinitiative, die jetzt vorliegt, im Rechtsausschuss zugestimmt und in weiteren Ausschüssen auch. Und ich erkläre hier für das Land, die Initiative ist so gut, dass wir als Land Hessen der Initiative beitreten werden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Debatte zu Tagesordnungspunkt 45 und 41 abgeschlossen. Der Antrag Tagesordnungspunkt 45, 3180 aus 19 soll federführend in den SIA überwiesen werden und in den RTA. Antrag Tagesordnungspunkt 41, 3175 aus 19 nur in den RTA. Ist das korrekt? Dann machen wir das so. Kolleginnen und Kollegen, bevor ich Tagesordnungspunkt 3 aufrufe, die Stühle sind schon da, dann kann ich das auch tun. Dann darf ich darum bitten, dass die Mitglieder des Staatsgerichtshofes in unsere Mitte kommen.